darf man bis jemand saugen. Das ist unser Ding, irgendwie auf Brücken zu gehen. Ich will nur einmal die andere Seite probieren. Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen. In Budapest, die Hauptstadt Ungarns, 2,5 Stunden mit dem Auto von Wien. Ich halte mich kurz, wir essen uns durch alles, was wir finden können. Gulasch, Langosch und vieles mehr. Boah, das kommt unerwartet viel mehr Flavor, als ich dachte. Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen auf der Fahrt nach Ungarn. Eine spontane Reise bringt uns nach Budapest. Und das Erste, was wir jetzt erstmal machen, wir fahren ein in den Parkplatz von McDonald's. In Ungarn, wichtig. Ungarische McDonald's. Was wird anders sein? Was wird gleich sein? Es bleibt spannend. Gibt's da einen McDrive oder? Stell dir vor, wir würden die einfach mitnehmen jetzt nach Budapest. Ach, dritt hinten. Nicht. Nico wird einfach sauer sein. Und ich würde das Video dann nennen Avoid Disguise in Ungarn. Schau, was ich gesagt habe. Apfeltasche mit Schokolade. Habe ich doch vor ein paar Tagen gesagt. Das ist auch eine Schokoladentasche, keine Apfeltasche. Ja. Du Was wollen wir überhaupt? Cheeseburger. Yeah, double cheeseburger. Three, four. Three. Ah, okay, sorry. So we make three double cheeseburger, one Big Mac menu. Oh, große. Große, ja. Können Sie Deutsch? Ja. Ah, damn. Und ich hätte gerne so eine Foropite Schokoladentasche. Okay. Habt ihr scharfe Soße? Ketchup, Mayonnaise, Barbecue. Okay. Kuss geht raus. And a large soap. Hi. How are you? Das Ganze hat gekostet 7.600 Feet. Wie heißt es nochmal? Ich hab's vergessen. Feet. 20.000. 20 Euro waren das. Forint, genau, Forint. Meine Damen und Herren, der weltberühmte Big Mac. Wir machen das jetzt so. Deckel weg, flip. Und jetzt habt ihr den ultimativen Big Mac Flavor. Schmeckt jetzt wie ein Big Mac, der noch mehr nach Big Mac schmeckt als ein eigentlicher Big Mac. Okay, Double Cheeseburger in Ungarn. Kann man. Diese Nuggets sehen auf jeden Fall sehr gut. Crunchy, schöne Farbe. Mayonnaise. Cheeseburger war eine 7 von 10, dann eine 9 von 10. Das, meine Damen und Herren, ist eine Schokoladentasche. Apfeltasche mit Schokolade. Ohne Äpfel. Ohne Äpfel, also eine Schokoladentasche. Perfekt. Wo ist denn dein Schoß? Bruder. God damn! Eine harte Wärme, warme Äpfel. Wir haben nur ekelhaft. Meine Damen und Herren, eben Karl S.'s Video zu Julian Zietlow Skandal Rocker Nutrition gesehen. Ich muss sagen, Karl S. an der Stelle, Hut ab. Das war auf jeden Fall ein sehr erwachsenes, sehr stabiles Video. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Budapest. Auf jeden Fall sind wir genau 2,5 Stunden gefahren. Das ist halt wirklich einfach kurz. Die Sprache klingt sehr sympathisch und... Die klingt sehr verwirrend, Alter. Als ich zum ersten Mal Ungarisch gehört habe und ich wusste, dass es Ungarisch ist, habe ich mich so lange gefragt, was war das für eine Sprache? Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Und dann habe ich das irgendwann wieder gehört mit jemandem und habe ihn gefragt und er hat dann gesagt, das ist Ungarisch. Alter, einfach die Donau, ein Hörbild. Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen in unserem Hotel, beziehungsweise vor unserem Hotel. Meininger. I'm good, Alter. Ich komme noch gar nicht klar. Ich bin vor 3 Stunden aufgestanden, jetzt sind wir schon in Budapest. Und in genau 3 Stunden stehen wir wieder im Club. Das bleibt unter uns. Hennessy, wenn ich trinke, dann habe ich den schlimmsten Rausch. Also da vergesse ich mich selber. Deswegen trinke ich keinen Whisky. Hennessy ist Cognac. Welcome to our room. Dang. Ja, ist okay. 166 Euro, eine Nacht, 3 Kinderbetten. Bewölktes Wetter begrüßt uns in der Hauptstadt und wir sind auf der Suche nach Essen. Das könnt ihr den Titel wahrscheinlich schon entnehmen, aber es wird was sehr, sehr Besonderes werden. Wow, ist auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, 5:30. Mehr verrate ich noch nicht. Hello, sir. Going to the Kina restaurant. You like Chinese food? The Chinese system. Okay. How do you say thank you in Hungary? Yeah. Kösönöm. 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 Bye bye. Was geht, Leute? Herzlich willkommen in Chinatown, Budapest. Ich habe ehrlich nicht gerechnet, dass es in Budapest sowas gibt. Ja, ist auch nicht. Wir haben es gesehen bei Mark Wiens. In Budapest gibt es einfach das größte. Die größte, chinesische Community in Zentraleuropa. Boah, das ist ja krass. Das ist richtig krass. Aber auf jeden Fall sieht es hier richtig, richtig rough aus. Sehr industriell, sehr unrenoviert. Grundsätzlich Budapest, so auf den ersten Eindruck. Ah, ist eine kranke Atmosphäre. Fällt einem auch irgendwie schwer, so diese Gegend gerade einzuordnen, gell? Einfach stehen gelassen. Und es sieht auch irgendwie nach einem Bald and Bankrupt Video aus. Having 3 beers with the most Hungarian person. Sieht schon mal einfach richtig, richtig wild aus. Wow. Hi, guys. Das ist voll der Flash gerade, oder? Ein chinesischer Supermarkt.
Thank you. Thank you so much. Boah, this is it, Alter. Junge, Junge. Jetzt geht's rund. Some spicy noodles for Randy. Also wir sind hier auf jeden Fall auf einem chinesischen Markt. Schaut mal, genau hier sind wir. Chinatown, Budapest, Kinai, Nejet. Wow, wow, wow. Lass uns auf die Suche machen nach Noodles. Hi Bing. Sowas, ich würde sagen, chinesischer Crepe. Please, very spicy? Yeah. Okay, let's take two. Thank you. Ist ganz anders wie ich, das ich kenne, aber es schmeckt super geil. Imported Premium Lager. Die Brauerei wurde im Jahre 1903 von deutschen Siedlern in Germania Brauerei in Chao gegründet. Einfach ein Crepe mit einem Ei, mit Sesam, gefolgt von diesen frittierten Zwiebeln, umgedreht, wiederum gefolgt von brauner Soße, Chili-Soße, Salat und weißer Soße, zusammengefaltet in eine Tüte. Und fertig ist unser Hai Bing. This one? Alright, thank you. So, unsere Crepe ist fertig. War vielleicht nicht so klug, was ich gerade gemacht habe. Weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, hier open, then Hamburger. Wenn du das jetzt wieder... Oh. Auf jeden Fall schon mal geil. Alter, meine Hände brennen einfach. Mm. Einfach ein chinesischer Crepe. Schmeckt auch genauso. Da sind so knusprige Cracker drin. Und die müssen dann drin sein, weil außenrum ist super weich und so matschig und innen drin hast du dann ein bisschen Crunch. Ansonsten Ei, so eine Art Joghurtsoße, Salat. Weißt du das auch? Mhm. Bisschen Chiliöl und auf jeden Fall genug Glutamat von den Soßen. Genauso wie du es haben willst. Auch genau die richtige Schärfe und insgesamt super vollständig, weil, wie gesagt, knusprig, weich, Ei, Frühlingszwiebeln, richtig geil, der Salat, diese weiße Joghurtsoße zusammen mit dieser Glutamatsoße, zusammen mit dem Chiliöl, sitzt für meinen Gaumen zumindest. Ist richtig geil. Ich habe das letzte Mal in New York gegessen, vor 3 Wochen. War nicht so geil wie der. Viel besser. Boah, das macht Spaß. Boah, das kommt unerwartet viel mehr Flavor, als ich dachte. Schärfe auch perfekt. God damn. Das ist richtig lecker. Auch unerwartet, das ist nur Salat gefühlt und Teig. Und very delicious. Was nice, was good. Das sieht schon sehr ungarisch wieder aus, gell? Das sieht einfach nach allem anderen als Wien oder Österreich aus. Deutschland. Schaut mal, hier ist der Grill. Also sieht schon sehr liebevoll aus, muss ich sagen. Richtig nice. Okay, also wir nehmen einmal das. Einmal das. Hast du nicht gesagt, kleine Portion? Ja. Ich glaub, kurz verboten. Boah, aber ganz kurz. Wer die Brühe austrinkt, kriegt 100 Euro. Aber wie scharf wird das jetzt sein? Ich weiß nicht. 1, 2, 3. God. Ich denke, es wird nicht so scharf sein. Der Reis ist auf jeden Fall nochmal stark. Auch wenn ich glaube, dass er nicht in so einem geilen Bock gemacht wird. Aber mir fehlt irgendwie dieser verbrannte Geschmack, aber der ist trotzdem sau lecker. Ei, Glutamat mit Power. Boah, der ist auf einmal richtig tief, der Topf. Nehmen wir hier mal was raus. Sehr softes Meat. So angebraten wäre der geiler, weil es ist ultra zart. Die Soße ist krank. Einfach schön dumpfe, geröstete Schärfe. Aber der Geschmack von dem Öl und der Soße. Ich würde doch straight die zwei kombinieren, Alter. Ja. Auf jeden Fall frozen los, ja. Nicht mit der Hand zu tun. Ja, die sind schon sehr symmetrisch. Ist egal, es gibt so. Pommes sind auch, die TK-Pommes wahrscheinlich die besten. Ist ein guter Vergleich. Auch bei Nudeln ist es so. Ja, Bruder, aber da ist Fleisch drin. Ah, okay. Ich finde sie böse lecker. Übel viel Flavor drin. Nudelteig angenehm. Mhm. Aber merkt es auf der Zunge, wenn ihr mal kurz nichts esst, auf der Zungenspitze. Aber es kommt von dem, oder? Ich glaube von allem, ich habe es noch nie mal gegessen. Mhm. Aber was ist das, dieser Sichuan-Pfeffer, oder? MSG und Sichuan. Es hat ein bisschen jiggly, das Fleisch. Es fühlt sich an, als wäre das die Haut, gell? Ja. Aber es ist nicht scharf genug, da könnte noch ein bisschen Schärfe rein. Aber es ist trotzdem super. Ein guter Start in Ungarn, oder? Ich habe auch noch nie davor gehört. Wir haben jetzt vorhin einfach Mark Greens Videos gesehen. Nico hat es entdeckt. Noch nie davon gehört, angekommen und direkt einen international chinesischen Start gehabt. Kuss geht raus. 2 Stunden Fahrt von Wien. Und du bist gefühlt in China, gell? Ja, wirklich crazy, oder? Wie weit ist dieses Essen entfernt von wirklich chinesischem Essen? Weißt du das? Würdest du sagen, einfach. Also für mich schmeckt das alles sehr authentisch. Du merkst auch, wie die kochen und so. Nein, die sind auch viele Ungarn, aber sind auch super viele Chinesen. Schau mal um dich. Und dann die Atmosphäre natürlich, wie es riecht, dass wir hier einfach auf dem Parkplatz sitzen, auf diesen Plastikhockern, die es überall gibt. Man merkt doch mal an der Art, wie die zubereiten und kochen, wenn du denen so
in die Augen schaust und beobachtest einfach, da kann man schon so ein bisschen die Qualität einschätzen. Was hast du vor aber? Das ist Dings, Limonade. Ich habe gedacht, heute Geburtstag, Part 3. Irgendwann so in einem halben Jahr, Geburtstag 86. Auf jeden Fall kam gerade unser Porkspieß an den Tisch, der da hinten auf jeden Fall von dem Kollegen mit sehr viel Sorgfalt zubereitet und gegrillt wurde. Schmeckt irgendwie nach deutschem Grillabend. Von der Gewürzung und bei so, kennst du diese klassischen Schweinesteaks, diese Standard-Schweinesteaks, die man... Weil Schweinenacken und die Gürze sind geil, schmeckt gut. So ein Steaksemmel. Kalle, Siggi und Alois sind mal wieder völlig unvorhergesehen in einen feuchtfröhlichen Abend gerutscht. Die Donau fließt durch Ulm, die Donau fließt durch Wien und die Donau fließt auch durch Budapest. Genau unter uns durch. Das ist eine sehr, sehr geile Brücke. Let's go, gehen wir Langosch essen. Arrogant, Alter. Hallo. Was muss man machen eigentlich, dass man als Bike-Gang eine Polizeisperre bekommt? Jetzt Akali. Meine Damen und Herren, und die erste Station, zu der wir gehen, heißt Retro Langosch Budapest. Was sagst du? Do you know which language they speak here? Ja. Hungry. Boah, gut. Auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, dieses Restaurant ist beliebt. She's sleeping. Und ja, es sind auf jeden Fall einige Leute und wir gehen rein und holen uns den Langosch. Let's go. Then we take one sour cream with cheese and one with sausage. Wild, oder? Das ist so eine Institution wieder, oder? Ich glaube, den habe ich eigentlich direkt gesehen und habe mich verliebt. Vor allen Dingen, was ich geil finde, alle sitzen an ihren Plätzen und essen Langosch und die Stange ist eigentlich nicht da. Also irgendwas scheinen die richtig zu machen. Das System funktioniert. So much. Alter, und? Einfach ist keine zwei Minuten. Wow. Boah, die Sausage ganz kurz. Wie gut sieht die aus? Mhm. Spicy, oily. Weich und gleichzeitig knusprig, goldbraun gebackener Teig, beladen mit Sourcream und Käse. Und nebenan die gleiche Version noch mit zusätzlich roten Zwiebeln und Sausage. Cheers. Und lecker. Salzig, fettig, sauer und käsig. Wenn ich den gestern Nacht bekommen hätte, als wir nach Hause gekommen sind. Boah. Das ist einfach die Pizza Fritte aus dem Osten. Das schmeckt schon fast wie so ein Butterkäse. Schmeckt wie Flammkuchen auf Steroiden. Ja. Die Wurst killt alles. Die Wurst ist krass, oder? Probier mal diese Wurst nur. Das ist so schwer, Alter. Und? Nie hat jemand diesen Langosch gefaltet, Bruder. Keiner macht es außer mir. Deswegen meinte ich, die essen mit Messer und Gabel, ne? Egal. Das ist eine sehr gute Idee. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das passt schon irgendwie nicht zusammen. Doch, für mich schon, weil das so Käse, Milch. Nein! Kein Pilater. Tada! Das ist absolut geil. Ich sag so, wie es ist, selbst einer der besten Langosch, die ich gegessen habe. Ich würde sagen, ich habe 5 Mal in meinem Leben Langosch gegessen, aber krank lecker. Der Teig ist auch immer noch weich, wir essen nicht schon 10 Minuten, oder? Super. Ja, Leute, darf ich vorstellen, das Parlamentsgebäude von Budapest. Wunderschön, auch so unversehrt einfach, sauber, clean, nichts ist kaputt. Das Holz sieht noch irgendwie frisch aus in den Fensterrahmen. Wow, beautiful. Ich finde, was am meisten flasht an diesem Gebäude ist einfach, dass es direkt am Wasser ist. Wenn man dann so mit dem Boot vorbeifahren würde, hättest du einfach einen Blick auf dieses Teil. Das Frühstück hat auf jeden Fall gesessen. Ich würde sagen, das war genau das Richtige, um den Magen zu beruhigen. Also Das war geisteskrank lecker. Der Teig war perfekt für mich. Toppings waren perfekt. Wir müssen eigentlich mal in den Kommentaren klären, ob es einen Unterschied zwischen Sour Cream und Schmand gibt. Weil ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ja, das ist jetzt an der Stelle auf jeden Fall eine Aufgabe für die Kommentarsektion. Viel Spaß. Unser zweites Frühstück befindet sich genau hier, mit dem Namen Strudelhaus. Könnt euch ja denken, was es jetzt gleich geben wird. Oh. Strudels. Sag mir nicht Apfelstrudel. Please, have a seat. Thank you. Das ist leer auf jeden Fall. Ja, Leute, ich glaube, wir sind richtig. Wow. Und da sind wir. Es gibt auf jeden Fall 12 verschiedene Strudel plus ein Strudel of the Day, den es heute aber leider nicht gibt. Unter anderem Apfel, Sour Sherry, Plum, Puppy Seed, Aprikose, alles drum und dran. So, we take one. Boah, und da sind die Teige, Alter. Diese Teigbälle werden groß aufgezogen, so wie man es da hinten auf dem Bild sieht. Wie reißt dieser Teig aber nicht? Wie geht das? Auf einen Tisch gespannt. Dann kommen die Zutaten rein, eingerollt, in den Ofen, klein geschnitten, gegessen. Wow.
Thank you, sir. Ein Strudel mit Äpfel. Nein, Bro. Einer mit Aprikose bzw. Marille. Und ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie eine wildere Version von dem Wiener Apfelstrudel, den man so kennt. Rustikaler, wilder. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie der schmecken wird. Ich bin mal so frei. Keine Ahnung. Warme Äpfel, ist was für dich, Bro. Er schmeckt auch genauso, wie ich es gerade beschrieben habe. Genauso, wie er aussieht, schmeckt er auch. Einfach wie so eine etwas einfachere Version eines Wiener Apfelstrudels. Der Teig oben ist nicht so knusprig, da sind nicht so viele Schichten. Also weniger dieser Baklava-Effekt, mehr so eine bisschen dickere, weichere Teigschicht. Puderzucker, dünn geschnittene Äpfel oder dünn geraspelte Äpfel zusammen mit Zimtzucker, das war's eigentlich. Ich glaube, keine Nüsse, keine Rosinen, einfach Äpfel, Zucker, Zimt, Teig und Puderzucker obendrauf. Geiles Dessert. Nicht zu wenig süß, nicht zu süß, sitzt. Halt nicht so eine High-End-Süßspeise. Also in Wien ist ja alles so perfekt und so ein Oma-Gebäck einfach. Überhaupt nicht zu süß. Also richtig perfekt. Könnte auch gar nicht als Nachspeise, sondern so einfach als Snack durchgehen, oder? Ja, weil es nicht so fein ist einfach, wie so eine Dampfnudel ist. So ein, hat auf jeden Fall den Oma-Effekt. Sieht sehr einfach aus, aber schmeckt sehr perfekt. Der hier schmeckt mindestens genauso geil. Der schmeckt überraschend lecker und überraschend krass nach Aprikose einfach. Das ist richtig Fruchtfleisch. Die schmeckt auch nicht so überkocht und so weich gekocht, sondern hat man noch richtig so diesen Aprikosenbiss. Aprikose in der Hose. Marmelade im Schuh, richtig lecker. Probier mal. Ich bin allergisch gegen Aprikosen. Hast du Spaß oder meinst du ernst? Nee, ich meine nicht ernst. Du Kolle, bist du echt noch wieder so lang wach geblieben oder wie ist die Sache? Ha? Hm. Katastrophe. Ja, ja. Drittes Frühstück. Spaß Mittagessen. Türkei, Eterem, wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir hier Gulasch essen. Alter, Hungarian Gulasch Soup. Ich dachte immer, Gulasch Soup ist was Deutsches oder was Österreichisches. Perfekt. Thank you. Heute sind wir hier, um was über Gulasch zu lernen. Und ich glaube, Mark Wiens war hier. Deswegen wird schon sitzen gleich. Was sagt man zu dem Lader? Ich finde, der hat so was richtig Cooles, so bei Oma zu Hause, auch wenn man das Geschirr anschaut und so. Ist halt jetzt nicht so super elegant, aber halt das heißt ja einfacher ja, mit Italien Tischdecken. Hier haben wir, meine Damen und Herren, eine antike Gulaschkarte. Die Seiten wurden auf jeden Fall schon das eine oder andere Mal umgeblättert. Ja. Ich finde zwar kein Gulasch auf der Karte, aber dafür in der Karte. Du warst ja nicht authentisch. Wer ist der Brie nochmal? Das ist Van Gogh. Nee, doch nicht. Vielleicht war das auch der Vorstand vom Schützenfall irgendwie. Boah, das sieht richtig gut aus. Gulaschsuppe. Das ist schon so Essen, dass man, auch wenn wir aus Deutschland kommen, auf jeden Fall schon aus seiner Kindheit kennt. Gulasch und Gulaschsuppe. Ich vor allem Gulaschsuppe, sowas gab es für uns oft. Sieht schon sehr auch grob und rustikal aus. Ich habe das Gefühl, bei uns, also früher kenne ich das ein bisschen dickflüssiger auch. Rindfleisch, Kartoffeln, Karotten und eine Paprika on top. Ist einfach zu heiß, die Kartoffeln, wenn ich die jetzt im Mund nehme, das vergisst du mir ganz schnell. Aber ich brauche noch mal Brühe. Das ist so ein Skihüttenessen auch. Oder so ein Nachhausekommen im Winteressen. Du hast die Schüssel Gulaschsuppe, den Teller, so dieses Brot zu Hause, dieses einfache Brot. Weißt du, kein super Sauerdauerbrot, sondern einfach simpel. Und dann nimmst du das, weil ich bin so ein Typ, ich dipp mein Brot gerne in die Suppe. Dazu könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt, aber gehört auch dazu, dass das Brot so ein bisschen trocken ist. Also es ist einfach so das Brot von gestern. Es kommt zum Gulasch dazu, dann nehmt ihr das und rein. Es schmeckt würzig, es schmeckt nach Fleisch. In der Brühe sind so diese Fleischfasern drin. Mmh. Schmeckt richtig voll. Aber auch nicht too much, es ist so ja, cool. Abgenommen. So, dass es noch eine Suppe ist. Sigi probiert jetzt mal das richtige Gulasch, ne? Spätzle. Die Spätzle sehen auf jeden Fall selber gemacht aus. Sieht auch schon wie irgendeine schwedische Spätzle ja. aus, Alter. Sieht richtig schwäbisch aus. Sieht alles sehr, sehr wie bei uns. Boah, das ist so schön weich alles. Ist perfekt. Das ist eine 10 von 10. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe diesen Geschmack lange nicht mehr gehabt. Ich weiß, was du meinst mit Gulasch, ist wie ein Ragout, aber es schmeckt trotzdem noch nach Gulasch. Diesen Geschmack kennt man, das habe ich so lange nicht mehr gegessen, oh mein Gott. Schau mal da rein, dieser Juice. Boah, ist super lecker. Vorbei. Ich finde das Fleisch noch mal viel besser als das, was wir im Wasser gegessen haben. Mhm. Schmeckt doch noch mehr nach Gulasch. Es schmeckt auch wilder. Es schmeckt nicht nach so einer übertriebenen Bratensoße, so wie Gulasch in Wien so. Das ist so ein bisschen sauberer und es schmeckt schon sehr fleischig. Das ist so einfach nur Fleisch. Es schmeckt einfach, als ob sie beim Feuer gekocht wurde. So bäuerlich.
Auf jeden Fall, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist eine super Sache. Das ist gut. Ich sag so, probier mal das kurz mit ein bisschen Brot. Das ist eine sehr säurehaltige und nicht asiatisch, schwer zu sagen, aber sehr leckeres Ding. Das ist wie ein Eiwar mit scharfer Paprika. Crazy lecker. Mhm. Mhm. Das kann man auch kaufen, glaube ich, das als Paste. He racing. Ich fahre auch manchmal, dass ich mit links bremse und rechts Gas mache. Schieren auf, falls ihr das seht. Das ist echt eine süße Stadt, ja? Budapest, vor allem Budapest, richtig süß. Was geht da aber? Können wir hier parken? In diesem Gebäude, Leute, soll angeblich das schönste Café der Welt sein. Das New York Café. Sieht auch schon wild aus. Ich feiere diese Markisen. Auch in New York. Sieht immer sehr, sehr nice aus. Bisschen in die Jahre gekommen. Schauen wir mal rein. Mit solchen Figuren und so, gell? Woher kommt es aber? Okay, das sind Teufel, ja. Oder Erzengel. Erzengel Gabriel. Kommt man erstmal darauf? Auch so Drachenköpfe und dreifache Hundenköpfe auf den Kirchen drauf und so. LSD. Sieht wild aus auf jeden Fall, ja. Das ist eigentlich eine Kirche, wenn wir ehrlich sind, oder? Das ist ein Café in der Kirche. Er sieht so aus, guck mal an die Decke. Zu viel Marmor, so maximal Blattgold. Yeah, yeah. Oh, das ist schon wild, Alter. Thank you. Jetzt, was sagst du dem Lorder? Das ist wunderschön, oder? Was willst du noch? Mehr Verzierung geht nicht mehr. Mehr, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was für Stein, aber wunderschön. Ich meine, das ist natürlich offiziell der Tourist-Spot Nummer 1 hier, aber ich meine, einmal hier reinkommen, um das zu sehen, lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, ich feiere auch so Bauwerke, die einfach, hier wurden keine Kosten und Mühen gespart. Da hat einfach jemand was ausgedacht und es wurde so gebaut, ohne Bremse. Wurde am 23. Oktober 1894 eröffnet. Vor allem, was man auch dazu sagen muss, solche Sachen, auch wie Kirchen und so, einfach immer noch schön. Weißt du, es gibt viele Gebäude, die wurden 1980 gebaut und die sind jetzt hässlich oder die gefallen einem nicht mehr. Aber das ist halt einfach Maximum, also die Meister der Ästhetik einfach. Das ist gebaut und es finden Leute in 100 Jahren, in über 100 Jahren und in 4000 Jahren wahrscheinlich immer noch schön. Es wird einfach nicht hässlich. 20 Karat Gold New York Cappuccino. 11,50 Euro. Stark. San Pellegrino. 11 Euro. 11 Euro für Wasser? Yeah, yeah. God damn. Boah, da kriegt man Kopfschmerzen, wenn du sowas liest, oder? 7,5. Ja, dann geht's. Cappuccino, please. Go ahead. Thank you. You're welcome, enjoy! Wir hätten auch noch ein bisschen Milch zum Kaffee, gell? Das ist das Mindeste, was man erwartet, wenn der 4,11 Euro kostet, gell? Die hat wirklich elegant aus diesem Kännchen da reinfließt, muss ich sagen. Hat gerade Spaß gemacht, das einzuschenken. Auf jeden Fall nehme ich jetzt einen Schluck von meinem 11 Euro Kaffee. Ach, jetzt sind es nur noch 9 Euro. Der ist saubitter, Alter, ich schwör. Der ist wirklich nicht gut. Der ist einfach nur verbrannt, Alter. Boah, das ist ja echt sehr schlecht. Der Cheesecake kann alles rechnen, Alter. Ich will ihn gar nicht probieren, Alter. Der wahre Beweis, dass die inneren Märkte zählen, wisst ihr? Ich habe das Gefühl, der war gefroren. Ja, kann gut sein. Hier, der bröselt so. Ist auch kein Cheesecake, das ist so Sahne, also es ist kein... Ja, gell, das ist so zu wenig. Ja. Es ist trotzdem wunderschön. Jetzt dürfen wir es auch nicht so schlecht reden. Es geht um die Kulisse, es geht, darum geht es hier. Ja, aber es ist doch geil, wenn sie da noch wenigstens noch geiles Food anbieten. Wenn ich in Wien ins Café Zentral gehe, dann kriege ich auch einen strammen Kaiserschmarrn, so weiß ich mal. Das ist schon eine harte Massenabfertigung. Ich weiß nicht, schön ist, gesehen zu haben, aber ich würde hier reinkommen, würde eine Runde laufen. Dann hinten wieder raus. War ein sehr schöner Tag mit einem sehr, sehr schönen Abschluss, mit einem bisschen weniger leckeren Abschluss, aber hat Spaß gemacht. Kuss geht raus. Bye, bye. Am meisten regnet dieser Kaffee aber wirklich auch, Alter. Der schmeckt, als ob du ein Toastbrot verbrannt hättest, das Schwarze abgekratzt hättest und damit Kaffee gebraut hättest.